führen. Dulden heißt beleidigen. Denn dies schrieb Johann Wolfgang von Goethe, schlug eine grandiose kulturelle Brücke zwischen Okzident und Orient, ohne Arroganz, Gönnerhaftigkeit oder Aufrechterei. Toleranz ist also kein Zustand, sondern eine Ausgangsposition, vielmehr eine Bewegung. Wir müssen uns aber anders zubewegen. Der Stillstand gebiert zuweilen nur Indifferenz oder gar schlimmere Fantasien. Wenn jemand sagt, er sei tolerant, da habe ich das Gefühl, er demonstriere nur seine Gleichgültigkeit, ohne in irgendeiner Weise an mir teilzunehmen. Eine Situation, die oft in Ghettoisierung mündet. Ich spreche bewusst von Individuen, denn Toleranz ist keine staatliche Angelegenheit. Ein Staat kann nur demokratisch sein. Toleranz ist das Anliegen der Gesellschaft. Und diese besteht bekanntlich auch aus Individuen. Der Rest ist Haltung oder Meinung. So verwechseln wir zuweilen Toleranz mit Aufklärung. Wie oft höre ich diese Phrase, meist mit einem unerträglich gönnerhaften Pathos, im Orient hat es keine Aufklärung gegeben, darin liegt seine Misere. Deutschland hat sehr früh die Aufklärung für sich entdeckt, nicht zuletzt durch die Schriften von Kant, und ermordete dennoch 6 Millionen Menschen. Ein Mord, der generalstaatmäßig geplant und industriell durchgeführt wurde. Frankreich hat 1789 die Aufklärung auf das Banner der Revolution geschrieben und dennoch im Krieg gegen Algerien eine brutale Fratze gezeigt, die seine Demokraten tief verletzte. Kannte sie doch nicht diese Seite des Vaterlands. Wer also behauptet, Aufklärung münde zwangsläufig in Toleranz, der unterstreicht lediglich seine Glaubwürdigkeit.